Hallo, wie am Zeitcode unten zu sehen ist, wurde dieses Video vor 2 Wochen aufgezeichnet. Ich gönne mir eine kleine Auszeit. Heute geht es um Röhren, die etwas anders sind als andere Röhren, nämlich um reparierte Röhren und gefakte Röhren. Zu Beginn der Röhrenzeit waren Röhren sehr teuer, extrem teuer. Und es war damals üblich, dass kaputte Röhren, also wo der Heizfaden durchgebrannt ist, der Heizfaden ausgetauscht wurde. Ein Beispiel dafür ist diese RA134. Man sieht, sie hat Spitze und besagte Spitze ist nachträglich angefügt worden, nämlich wie die Röhre zum zweiten Mal evakuiert wurde. Das war üblich in den Anfang der 30er Jahre. Und das zweite Thema ist gefakte Röhren. Dies ist eine RE89. Beim genaueren Hinschauen ist es keine RE89. Diese Röhre wollte mir ein anderer Sammler für 150 Euro verkaufen und hat dann erst nach meinem Hinweis, das war ein Osterei, gemeint, ach, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe sie dann für 25 Euro gekauft als Gag. Die wird auch gleich detailliert vorgestellt. Genauso wie besagte RE134 von Telefunken. Ansonsten viel Spaß beim Video. Und wie immer gilt, in den Kommentaren schreibt, wie es euch gefallen hat, was ihr denkt, fühlt, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Die RE134 war eine direkt geheizte Triode. Dies ist eine Variante von Telefunken. Sie wurde eingesetzt hauptsächlich als Endstufenröhre. Und wie alle Röhren Ende der 20er Jahre war diese Röhre sehr teuer. Und aus diesem Grund war es damals üblich, dass Röhren repariert wurden. Repariert bedeutet bei Röhren, dass der Heizfaden ausgetauscht wurde. Dazu wurde die Röhre aufgeschnitten. Der Schnitt war meistens am Fuß der Röhre. Es ist hier relativ schwer zu sehen. Hier ungefähr ist die Schnittlinie. Es ist im Gegenlicht noch etwas besser zu sehen. Diese Röhren hatten meistens den Pumpstutzen am Sockel, also im Quetschfuß, jetzt ungefähr in der Mitte des Bildes. Das ist der originale Pumpstutzen. Und bei den reparierten Röhren erkennt man das daran, dass ein zweiter Pumpstutzen hinzugefügt worden ist, nämlich am Kopf der Röhre. Und hier ist ganz interessant, er wurde in das Logo eingeschmolzen. Man sieht hier genau, dass der Druck zuerst über das Glas ging und dann beim Aufschmelzen der Röhre rausgezogen wurde. Dadurch ist sehr schön erkennbar, dass es hier um eine reparierte Röhre gehandelt hat. Die Röhren wurden anschließend wieder neu gegettert, meistens sehr stark. Und dann wieder in den Verkehr gebracht. Die meisten Röhren wurden mit einem Aufkleber gekennzeichnet, dass es sich um eine reparierte Röhre handelt. Und die wurden etwas günstiger angeboten als neue Röhren. Ich weiß nicht, ob diese Röhre noch funktioniert, deshalb wird sie gleich getestet. Aufgrund des starken Getters ist halt
schwierig, das System zu filmen. Dies ist eine RE-074. Diese wurde entwickelt ungefähr 1926 als Niederfrequenzdiode, meistens in der Vorverstärkung oder als Detektor. Auch diese Röhre wurde repariert. Man sieht, dass das System extrem stark gegettert ist. Es ist fast unmöglich, vernünftig zu filmen. Und auch hier gibt es, wie gesagt, besagten Hinweis, dass es sich um eine reparierte Röhre handelt. Jetzt muss nur der Fokus mitspielen. Die deutschen Radioreparaturwerke. Weiterhin wurden nochmal die Daten der Röhre notiert. In diesem Fall 3 Volt Heizspannung bei 0,2 Ampere. Und natürlich der obligatorische Hinweis, dass Reklamationen nur mit intakter Banderole berücksichtigt werden können. Dort gab es auch die obligatorische Kennnummer. Man sieht am Fuß der Röhre auch den Schnitt. Es ist jetzt hier etwas schwierig zu erkennen, weil wie gesagt die Röhre sehr stark gegettert ist. Aber ungefähr in der Bildmitte sieht man jetzt eine leichte Wölbung, die in der Reflexion ein bisschen dunkler erscheint. Ungefähr auf dieser Höhe ist jetzt eine etwas dunklere Linie zu erkennen. Dasselbe auch beim Pumpstutzen. Der Pumpstutzen wurde sehr gut kaschiert. Man sieht nur noch einen kleinen Hubbel. Und das war der zusätzliche Pumpstutzen. Wie gesagt, diese Röhren wurden preislich etwas günstiger angeboten. Ich kann allerdings jetzt nicht sagen, was die Reparatur einer Röhre gekostet hat, beziehungsweise zu welchem Preis die reparierten Röhren angeboten wurden. Auch die RE-074 werde ich gleich testen. So, zum Schluss eine gefakte Röhre. Wie gesagt, diese Röhre wollte mir ein anderer Sammler für 150 Euro verkaufen. Es ist wie gesagt eine RE-89, ursprünglich entwickelt 1924, als Triode auch meistens als Audion eingesetzt oder Vorverstärker. Erst nach meinem Hinweis, das ist doch ein Osterei, hat er gesagt, das habe ich ja gar nicht gemerkt. Beim genauen Hinsehen sieht man, dass zwar der Originalkolben einer RE-89 benutzt wurde, aber das Originalsystem wurde entfernt und ersetzt durch eine Stiftröhre, nämlich eine 6397 von Telefunken.
Weiterhin sieht man die Vorwiderstände. Um die Heizspannung anzupassen, weil die Stiftröhre wird mit 1,2 Volt geheizt, während die RE89 mit ungefähr 2,3 Volt geheizt wurde. Also es muss etwas Heizspannung weggefressen werden. Der Pumpstutzen ist noch original und das Getter ist noch original. Und auch der Sockel ist original. Die Lötung ist ein bisschen schluderig ausgeführt. Auch hier ist unbekannt, ob die Röhre noch funktioniert. Das werden wir jetzt aber auch gleich feststellen. So, zum Schluss prüfen wir die Röhren. Wir fangen an mit der RE134, die wie gesagt repariert wurde. Und wir beginnen direkt mit dem üblichen Bits. Ach, schade. Wollte ich einmal einen Witz machen, nämlich über den USB der 30er Jahre, den man dreimal, fünfmal anstecken muss, bis er drin steckt, aber auf einmal hat es geklappt. So. Die RE134 ist eine normale Triode und wird mit der üblichen Beschaltung getestet, nämlich Stift 1 und Stift 3 ist die Heizung. Stift Nummer 2 ist die Anode und Stift Nummer 4 ist das Steuergitter. Natürlich ein negatives Steuergitter. Der Rest des Neuenbergers ist wie immer beschaltet. Modus V, XX, des Ampermeters auf 300 mA, da ja das interne Ampermeter eingeschliffen ist. Also das Steckampermeter. So. Grün ist das Licht, die Falle ist dicht, sprich die Klimmlampe leuchtet, also der Heizer funktioniert. Das ist eine RE-Röhre, also sprich wird mit 4 Volt Heizspannung heizt. Laut Datenblatt, also Testkarte, habe ich minus 17 Volt auf dem Steuergitter. Und 250 Volt in der Anode. Das ist viel, das ist zu wenig. 250 minus 17. 4 Volt, die Bereiche gleich nachregeln müssen, die Spannungen. Gut, tun wir mal aufheizen. Genau, die Heizung ist nachgeregelt. Minus 4 Volt. Kurzschlusstest. Sind alle negativ. Die Anode ist etwas eingebrochen, das heißt, ich muss jetzt auf die nächsthöhere Stufe schalten. Also ich reguliere auf 250 Volt.
minus 17 im Gitter, also minus 17, 250. Und ich habe trotzdem 23,5 mA. Sollte haben 12. Man muss dabei aber jetzt bedenken, die Re-134 ist repariert. Das heißt, ich weiß nicht, welche Spezifikation der andere Heizfaden hat. Ob er unter Umständen etwas länger ist und somit eine höhere Emission hat. Insofern ist der Testwert jetzt mit Vorsicht zu genießen. Auf jeden Fall, die Spannungen sind korrekt. Also der Strom ist fast doppelt so hoch wie erwartet, aber wie gesagt, es handelt sich jetzt hier um eine reparierte Röhre. Insofern ist jetzt der Messwert, der Originalmesswert, der ermittelt worden ist von der Originalröhre, jetzt nicht wirklich mit barer Münze zu nehmen. Wir machen mal weiter mit der Re-74. Die hat dieselbe Pinbelegung, aber es steht schon auf der Banderole, Heizspannung ist minus, 3 Volt. Das heißt, da muss ich jetzt die Heizspannung anpassen. Auf 3 Volt. Laut Testkarte brauche ich jetzt einen Steuergitter von minus 9 Volt. Und eine Anodenspannung von 150 Volt. So, ein Flup. Die Heizung anpassen. Minus 3 Volt, 3 Volt. Soll haben 3,5 mA. Ich regel mal die Spannungen nach. Also Anode ist 250 Volt, das passt. Das Steuergitter ist minus 9 Volt, passt auch. Ich soll haben 3,5 mA, habe aber nur knapp 1 mA. Jetzt ist die Frage natürlich dasselbe. Die Röhre wurde repariert. Die Heizspannung ist auch angebrochen. Es korrigiert auf 3 Volt. Ich habe damit 1,6 mA. Das ist ungefähr das ist die Hälfte vom Sollwert. Das sollte sein 3,5 mA. Gut, es gibt zwei Möglichkeiten. Natürlich, die Röhre ist ausgelutscht, also sprich wieder die Emission verloren. Es ist halt eine reparierte Röhre. Insofern ist jetzt hier der Test ein bisschen nicht für bare Münze zu nehmen, weil halt schon zu viele Parameter geändert wurden. Aber prinzipiell funktioniert die Röhre. Bei einer Gitterspannung von 0 Volt habe ich 2 mA als Strom, Anodenstrom. Gut, lassen wir mal so im Raum stehen. Also wenn die Röhre nicht repariert wäre, wäre sie jetzt im noch brauchbar Bereich bei ungefähr 50% Anodenstrom vom Sollwert. So, der letzte im Bunde ist die besagte Re-89.
Die ist jetzt ein komplettes Fragezeichen, weil ich habe kein Datenblatt für die RE89. Selbst fürs Funke habe ich keine Prüfkarte. Wer hat sich nur den Scheiß Europasockel ausgedacht? Das ist doch zum Weglaufen. So, die Originalröhre hätte 2,3 Volt Heizspannung. Gut, mal anstellen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, die Ersatzröhre ist eine 6397 Spezial von Telefunken. Die hat original 1,2 Volt Heizspannung und ich weiß nicht, wie groß der Vorwiderstand in dem Ersatz ist. Insofern Fragezeichen. Die Gitterspannung stelle ich jetzt mal auf die Funke typischen minus 2 Volt ein, weil ich habe kein Datenblatt, also ich muss jetzt hier mir irgendwelche Werte ausdenken. Und die Anode lasse ich mal bei 150 Volt. Und da kann im Prinzip nichts passieren. Die Klimmlampe leuchtet, also die Heizung ist intakt. Gehen wir mal Feuer. Bei minus 2 Volt und 150, ja, eingebrochen, und 150 Volt Anodenspannung. 150 minus 2 hätte ich 20,1 mA. Bei 0 Volt Gitterspannung habe ich immer noch 21,4 mA. Und bei minus 2, also der typischen Funkeprüfspannung, wäre ich jetzt bei 20,2 mA, 20,3. Ein ähnlicher Wert wie die RE74 wäre. Wäre minus 9 Volt. Ich bin im falschen Messbereich. Wäre minus 9 Volt und da habe ich noch 9,9 Milliampere, 10 Milliampere. Also wie gesagt, das sind jetzt spekulative Werte, weil das ist eine Ersatzröhre. Und ich habe weder Prüfdaten für die originale RE89, geschweige denn jetzt für die 6397. Insofern stellen wir jetzt einfach mal nur fest, die Röhre funktioniert. Es gibt eine Emission, der Steuergitter funktioniert und die Röhre macht das, was sie soll. Nur die Messwerte sind jetzt nicht für bare Münze zu nehmen. Jo, das war's. Bin sogar rechtzeitig fertig geworden. So, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.